Moin. Moin. Bevor ich nochmal für einen von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. So, once again, Spoofy, Jiggy, seid gegrüßt zu der nächsten Analyse-Reaction. Wir haben einen Track geschickt bekommen von dem Patrick. Patrick, Grüße gehen raus. Er nennt sich Märchenonkel, ist sein Rap-Name. Sein Track heißt Hitlerpretation. Wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. So. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Patrick ist auf jeden Fall ein treuer Supporter. Da geht wirklich Grüße raus. Ja, wenn ihr wollt, dass wir uns euren Track auch mal reinziehen oder eine Reaction dazu machen, solltet ihr in Besitz von dem XXL-Abo sein. Und wir starten rein, oder wolltest du noch? Ab geht die Post. Ab geht die Post, let's go. Oh, nice, sogar mit Video. Die Pünktlichkeit habe ich an unserem Stammtisch etabliert. Oh, was war das jetzt? Die Pünktlichkeit habe ich an unserem Stammtisch etabliert. Mein Platz vor Kopf, längst mit Deutschland Handtuch taktisch reserviert. Was wollen die ganzen Fremden hier mit ihrer Haut in dunklen Farben und unbekannter Herkunft wie bei allen unseren Fakten? Anstand. Ja, also was soll ich da sagen? Das ist voll der krasse Musiker. Also wenn du mich fragst, weißt du, ist irgendwie Rapper, es ist halt ein. Ja, da kann man sich ja immer drüber streiten, inwiefern das für einen Rap ist oder nicht. Anhand wie er da. Also für mich ist das Rap. Es lenkt halt nur vom Rap ab, weil er halt da so ein Gitarrenbeat drunter gelegt hat. Aber ich bin da jetzt gerade ziemlich überrascht, muss ich sagen. Mhm. Also es ist halt mehr ein Song mit einem, der drauf rappt halt so. Also es ist jetzt kein Rap-Song in dem üblichen Sinne. Da hast du recht, ja. Er scheint ja auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht macht er auch so Stand-Up-Comedy oder irgendwie sowas. Kommt mir da jetzt. Also bin ich jetzt wirklich positiv überrascht direkt, auch anhand, wie er hier halt die Silben rappt, ganz am Anfang. Wie er die Rhythmus-Pattern setzt hier in seinem Flow. Die Pünktlichkeit habe ich an unserem Stammtisch etabliert. Habe ich an unserem Stammtisch etabliert. Das ist so ein Platz vor Kopf, längst mit Deutschland Handtuch taktisch reserviert. Was wollen die ganzen Fremden hier mit ihrer Haut in dunklen Farben und unbekannter Herkunft wie bei allen unseren Fakten? Was wollen die ganzen Fremden hier? Auch wie er betont, wie bei allen unseren Fakten. Oder so. Ich finde auf jeden Fall, also ich finde es anspruchsvoll. Ich finde es wirklich, muss ich wirklich sagen, warum ist das über den Filch aus? Ja, ist auf jeden Fall timing-mäßig tight. Also, wie Chicky schon gesagt hat, auf jeden Fall gutes Musikerhandwerk. Auf jeden, ja, definitiv. Also, man merkt auch auf jeden Fall, dass du das öfter machst. Ja. Anstand und Ordnung sind hier das A und O. Die kennen das alle, ich seh doch die Blicke am Kindergartenhof. Die können das alle, ich seh doch die Blicke am Kindergartenhof. Da dapper, da dapper, da dapper. Was ist das? 16? Das sind Triolen. Da 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 da. 1, 2, 3. Also krass, also ich bin wirklich warm. Farben und unbekannter Herkunft wie bei allen unseren Fakten. Anstand und Ordnung sind hier das A und O. Die kennen das alle nicht, seht doch die Blicke am Kindergartenhof. Dem steigenden Pegel folgen verbale Hagelstürme. Und als Grande Finale, das wird man doch noch sagen dürfen. Für alle kurz eine Mitteilung. Ich finde die Message auch gut, die dahinter verpackt ist. Auf jeden Fall gerade in der heutigen Zeit. Ich finde, das ist sehr gut. Also du scheinst mir ein helles Köpfchen zu sein, so durch und durch, muss ich wirklich sagen. Ja. Zweifel an meiner Kritikeignung, fehle ich gerade am Startbeschicktag, meine Meinung steht auch in der Bild-Zeitung. Zweifel an meiner Deep-Dive-Meinung, Meinung steht auch in der Bild-Zeitung. Es ist alles, also alles in allem, natürlich ist jetzt eine Geschmackssache, ob einem die Musik gefällt oder so, aber ich kann dem echt viel abgewinnen, so muss ich wirklich sagen. Da kann ich eigentlich nur Lob machen. Ich müsste jetzt Lob aussprechen. Ich müsste jetzt auch gar nicht so, was ich kritisieren sollte. Natürlich kann man immer suchen und findet dann auch irgendwas. Was mir jetzt ein, zwei Mal aufgefallen ist halt die Cuts. Jetzt vielleicht steht das. Wenn man da mehr crossfaden müsste oder halt dafür sorgen müsste, dass nicht immer, dass man den Cut so deutlich hört zwischen Ende der Zeile und Anfang der neuen Zeile. Aber das ist auch, das ist jetzt so Kritik suchen, finden und rumheulen auf hohem Niveau. Ja. Ich finde, soundmäßig ist es auf jeden Fall jetzt nicht high class. Es ist schon relativ, klingt home recording mäßig alles. Ist aber jetzt bei dem Song meiner Meinung nach jetzt nicht so dramatisch, weil das halt so Singer-Songwriter-mäßig halt ist. Ne? So, muss jetzt keine extreme
High-End-Produktion sein, meiner Meinung nach. Ich finde, das Ruffe passt dazu, auch mit der Gitarre. So, ich finde aber, die Gitarre ist teilweise, habe ich so gehört, die Hauptgitarre könnte ein Tick tighter sein. Also die wackelt, glaube ich, ein bisschen rum. Ich muss nochmal genauer weiterhören, aber da könnte man mehr rausholen, glaube ich, wenn die tighter eingespielt ist. Zweifel an meiner Kritikeignung, fehle ich gerade am Startbischen Tag, meine Meinung steht auch in der Bildzeitung. Braindead, darum auch nicht viele Worte, allein Schuld an Terrors, die viele Branche, wie die Kids von morgen, diese Titelorder bei Dezimon pro Kind in Orden packt. Und bitte keine Klimafragen stellen, scheiß auf Thunfischkritik, kann ich mal das Kind beim Namen nennen. Wenn ich will, werde ich auch ein Winterrad verbrennen und auf den ganzen Stress erstmal einen Haufen China-Kram bestellen. Ganz schön. China-Kram bestellen, Kinderfragen stellen, Klimawandel stellen, Kinder. Also saugt auch vier Reime, mehrsilbig, auch sehr anspruchsvoll. Einfach toll. Auch, wann habe ich das letzte Mal das Wort toll? Noch nie. Toll habe ich etwas. Was ist das? Also meine Frisur. Ja, die ist aber wirklich auch toll. Toll kühn. Jetzt kommt eine Hook, bin ich gespannt, wer da reinkommt. Dein Winterrad verbrennen und auf den ganzen Stress erstmal einen Haufen China-Kram bestellen. Ganz schön Eimern! Dein Sprachgebrauch, ich muss ungefragt zuhören, schon im Alltag. Oh, da war ein bisschen Chap, so Alltag, ein bisschen Chap, aber ja, schön. Ja, ist halt guter Sänger. Ja. Singen kann er. Ja. Muss ungefragt zuhören, schon im Alltag. Zählst du auf, was falsch läuft und dich stört? Du nimmst nichts, wie es kommt, nimmst doch nichts selbst in die Hand. Ganz schön Alman. Ist voll gut, ey. Deine Sicht auf das Land. Ganz schön Alman. Dein Mitteilungsdrang. Ich mach den Fernseher. Saugut. Wenn du mich fragst, dann könntest du. Die Stimme ist gut. Ist saugut. Du könntest an ein oder anderen Stelle könntest du vielleicht ein bisschen Pitch Correction machen, dass die Noten, dass die Töne auch wirklich perfekt drauf sind, so, aber. Alles in allem, ey, ich bin beeindruckt. Minimal timingmäßig. Das ist auch wieder so eine Stelle, wo kein Rhythmus unten drunter liegt, wo man jetzt keine Orientierung hat. Aber da waren so ein paar kurze, die jetzt nicht so tight klingen, die, wenn man, das fällt jetzt nicht auf, ne? Das ist auch nicht schlimm oder so. Aber wenn man die genauer setzen würde oder noch genauer hinkriegt, dann übernimmt die Stimme halt diesen Groove-Part mehr. Ne? Das ist halt. Also ich würde auf jeden Fall, ich mache dann wirklich, wenn ich jetzt sowas mische oder kriege sowas zum Mixen, dann nehme ich das auseinander und editiere das so, dass das tight drauf ist, weil das dann quasi auch ohne Beat im Hintergrund einen gewissen Rhythmus, Kopfnicker-Modus einschaltet und das ist auf jeden Fall immer vorteilhaft. Also mich hat an der Hook echt gar nichts gestört. Das ist natürlich, weil wir... Das Meckern auf hohem Niveau. Ja, das klingt auf jeden Fall geil. Ich finde es also ohne Spaß. Sicht auf das Land, ganz schön Alman. Dein Mitteilungsdrang. Ich mach den Fernseher an, seh noch mehr Ärger im Land. Facebook-Login, dann wird sich erstmal bei der Merkel bedankt. Beleidige zwar und schreibe Texte in Caps, doch entferne mich ängstlich vom rechten Geschwätz. Im gleichgesinnten Kreis preis ich das Pferdestehlen an, doch eigentlich bin ich der Typ, mit dem man Erbsen zählen kann. Mit Scherzen fängt es an, im Rausch der blinden Heiterkeit, doch füttern wir den Volksmund lediglich mit schlichtem Einheitsbrei. Also es ist wirklich schon, es ist intellektuell, es ist anspruchsvoll. Es ja, ist wirklich, die Message ist hinten halt dran. Ich finde jetzt bei ein paar Dingen, da, ich weiß nicht, es ist auch, was mich halt so stört und was dann auch so immer das Ganze noch so minimal von irgendwie dieser ganzen Professionalität wegzieht, so abgesehen von der Aufnahmequalität, die natürlich ein deutliches Stück besser sein könnte. Es gibt da so ein paar Wörter, die du so vernuschelst manchmal. Ne? Und das ist gar nicht schlimm. Ich bin auch ein Nuschler und bin weltbekannt damit geworden. Ja. Also es ist wirklich gar kein großes Manko, es fällt mir nur auf, weil er sagt einfach ja. Bei dem Wort Facebook ist es mir beispielsweise aufgefallen und danach war noch so, wo man so ein bisschen merkt, dass du nuschelst und es ist gar nicht, es gibt bestimmt Leute, die es mehr stört als mich. Also du könntest auch versuchen, ein bisschen mehr Kompressor oder sowas zu verwenden. Ich glaube, dass manchmal ist die Stimme jetzt auch, wenn der nach dem Gesang, ist mir das auch dann noch extrem aufgefallen, nach dem Gesang, der halt schön vorne ist, dann fällt die Stimme halt so ein bisschen ab. Ne? Und ich glaube aber, dass man das mit mehr Kompression, mit einer aggressiveren Kompression
ein bisschen die Stimme weiter vorne nach vorne bringen kann und vielleicht auch teilweise noch ein bisschen mehr verstehen könnte oder so. Ne? Also würde ich jetzt versuchen. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Weiter. Bin auch selbsternannter Bundesliga-Trainer, hab spontan für jeden dieser jungen Spieler Pläne. Allein. Das ist gut. Schon wenn die Farbe aller Stutzen lila wäre, ja dann zähle das Team jährlich nur ein Dutzend Niederschläge. Statt kritisch schlüssigem Content verschicke ich witzige Schlüpfe per WhatsApp. Da dapper verschicke ich dapper per WhatsApp. Das ist gut, Digga. Wirklich. Ich nur ein Dutzend Niederschläge. Statt kritisch schlüssigem Content verschicke ich witzige Schlüpfe per WhatsApp. Etwas brodelt in mir, nichts Symbolisches hier, denn noch unterdrück ich das Kotzen. Auch gut, etwas brodelt in mir und da torbelt in dir. Schöner Binnenreim hier. Schicke ich witzige Schlüpfe per WhatsApp. Etwas brodelt in mir, nichts Symbolisches hier, denn noch unterdrück ich das Kotzen. Etwas brodelt in mir, nichts Symbolisches hier, aber noch unterdrück ich das Kotzen. Ist saugut. Der Allmann-Typ erstarrt zu mir, was in mir die Erwartung schippt. Blamiert er mich am Tisch, garantiere ich für nichts. Ganz schön Allmann. Dein Sprachgebrauch, ich muss ungefragt zuhören. Das ist so eine gute Melodie. Also von der Melodie muss man sagen, das ist schon eine typische Hook-Melodie. Die da-ba-da-da, so ähnlich. Dieses Abschwenk immer dieses da-da-da-da. Das ist so ein typisches Hook-Bild, was ich halt oft höre. Aber es ist scheiß drauf. Es ist komplett, also ich finde es komplett geil. Ich finde, die Stimme klingt auch wie von einem richtig, also die Hook jetzt. Das ist für mich eine saugute Stimme. Das klingt für mich nicht wie jemand, der singen kann und es ab und zu tut, sondern das klingt für mich wie einer, der im Radio läuft. Auf jeden Fall. Der hat eine sehr gute, markante Stimme, auch charakteristische Stimme. Also ist auf jeden Fall ein guter Sänger. Vielleicht sollte man den mal einladen. Ja. Schreib uns doch mal privat. Mit der Erwartungsschiff blamiert er mich am Tisch, garantiere ich für nichts. Ganz schön Allmann, dein Sprachgebrauch, ich muss ungefragt zuhören. Schon im Alltag zählst du auf, was falsch läuft und dich stört. Du nimmst nichts, wie es kommt, nimmst doch nichts selbst in die Hand. Ganz schön Allmann, deine Sicht auf das Land. Ganz schön Allmann. Nein. Das pariert mir den Beat. Es reicht. Was? Mit sich zeigenden Pulsar, dann kläre ich nun im Alleingang die Schuldfrage, denn jetzt spanne ich den Bogen mit meinem Geduldsfaden. Oh, nice one. Ist gut, ja. Die habe ich sogar verstanden. Die sogar gut. Ist ja schon mal ein Highlight, dass du sie wahrnimmst. Ja. Jetzt spanne ich den Bogen mit meinem Geduldsfaden. Bodies, richtig gut. Das ist richtig schön poetisch. Die hat Gewicht, die Zeile, richtig. Eingang die Schuldfrage, denn jetzt spanne ich den Bogen mit meinem Geduldsfaden. Weil ich geliebten Panik doch, kommt mir vieles Spanisch vor. Mein Macht ist leer. Das war vor keiner dieser Kids erkennt, es war doch früher alles besser. Sagt mir jemand in der App für anonyme Fraßenresser. Also ich finde es auch erstmal gut, es ist gewagt. Ich meine, ich bin jetzt da von dem ganzen Ding so soundtechnisch und klangbildmäßig und musiktechnisch gesehen, ist es nicht meine Musik, aber ich finde es trotzdem gut, wo jetzt diese Heavy-Metal-Riffs, wenn man das so nennen mag, reinkommen. Es kam halt komplett unerwartet, so aus dem Nichts. Aber es hat auch ein gewisses Gewicht und es ist anspruchsvoll. Mir fällt jetzt hier bei der Aufnahme auf, dass du sehr viel doublest. Also, dass du generell eher mit einer tiefen Frontstimme das runterbleibst und im Hintergrund machst du dieses Gekröle. Und das Gekröle ist überhaupt nicht tight drauf, aber das stört in dem Fall gar nicht so. Also, bei meinem Song oder bei unserem Song Burnout habe ich das auch bei dem Ich hab Flause im Kopf, atme staubige Luft. Da habe ich auch im Hintergrund das Song. Ich sauf mich kaputt, ich bin down, ich bin... Und das war auch überhaupt nicht drauf, sondern das helle Geschriene war nebendran. Aber das hat das Ganze irgendwie... Das ist mir jetzt zum Beispiel gar nicht aufgefallen so. Jetzt habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also, dass das jetzt problematisch ist, ne? Mhm. Also ja, ich finde es überhaupt nicht problematisch. Ich finde es gut. Ja. Nee, ja. Propaganda-Figuren sich online versummelt auf Punker-Frisuren. Verstärker, die nur von dem ziellosen Treiben und dramatischen Kurs der Regierungsparteien egal. Du nimmst dir heraus, blind auf mich zu zeigen. Ich fordere natürlich sofort zimperlich Beweise. Meine Vorbildfunktion für die Kinder der Nation leidet unter dem Einfluss deiner Interpretation. Das war's. Also es ging schneller rum, als ja, es... Gut.
ist, also es gibt auf jeden Fall einen fetten Daumen so. Das hat. Wollen wir mal mit Top kommentieren? Ja, hier mach. Schreibe halt rein, kommt der nächste. Reaction. Ja, warte mal. YouTube-Kanal. Bombe, also ohne Spaß jetzt, das finde ich wirklich top. Beste Grüße gehen raus an euch zwei. Das hat mich jetzt so positiv überrascht und in so vielen Aspekten auch irgendwie überzeugt fast schon. Ja, es ist halt ist auf jeden Fall eine bestimmte Richtung, die jetzt normalerweise gar nicht, also wir hier nicht erwarten, glaube ich. Ne? Also es ist, nee, gar nicht. Hat jetzt in dem Sinne nichts mit Rap zu tun, gerade der letzte Teil. Aber ist auf jeden Fall, hat Hand und Fuß. Und ist geil, auf jeden Fall mit Inhalt. Das ist immer gut. Inhalt, ja, macht auch Sinn. Guter Inhalt auf jeden Fall. Ja. Sehr sozialkritisch und sehr intellektuell alles. Also ja, gut, wir können jetzt weitermachen. Ich, top. Also, ja. Top. Vielen Dank für deine Einsendung. Patrick war dein Name, glaube ich. Ja. Ja, das war's mit dieser Reaction. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn du willst, dass wir deine Songs auseinanderklabusseln, analysieren, drauf reacten, dann solltest du Abonnent vom XXL-Abo sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Voll. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Marsch. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füße. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf trotzdem Scheren in der Optik und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Bevor ich nochmal für einen von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes,